Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle Evrima. Wir spielen heute nochmal den Herrerasaurus. Und wir sind an einem Ort, wo echt viel los ist. Aber ich hoffe, wir finden jetzt auch schnell was zu essen. Ich höre halt eine Menge Dilos. Ich habe gerade ein bisschen Schiss. Oh! Einfach schon ein Raptor in uns drin. Ha, unsere erste eigene Beute. Ist aber leider hier im Boden verschwunden. Aber da vorne ist auch gefühlt ein Friedhof. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich geh mal hin. Ich versuch mal mein Glück. Kann gut sein, dass ich jetzt draufgehe dabei. Aber wäre cool, wenn wir Organe oder so kriegen würden für die Diät. Was sind das für Sounds eigentlich? Das ist auf jeden Fall hier eine Dilo-Leiche. Versuch mal die Organe daraus zu snacken. Ist sie vergammelt? Ne, sieht gut aus. Oha. Dann wird das, glaube ich, nicht geklappt, oder? Bin mir gerade unsicher, ob wir die Organe kriegen oder nicht. Das sieht normal nach Fleisch aus hier. Nehmen wir die andere Leiche hier. Weiter. Ich glaube, die Organe sind einfach zu groß für uns, dass wir die rausziehen können. Aber was für Leichen hier alles liegen. Aber hier ist auch nichts für unsere Diät, ne? Wir brauchen irgendwas Kleineres, wo wir die Organe auch rausziehen können. Hier vielleicht. Das sind auch keine Organe. Alles so große Leichen, das ist echt Wahnsinn. Dass hier alles gestorben ist. Oh, hier liegen Organe. Das ist ja perfekt. Bisschen Schiss hier, vor diesen ganzen Steps. Geh einfach in die Leiche rein und ess da, ist glaube ich sicherer. Trink jetzt noch was? Versuch's einfach mal mit den Stegos. Dann werde ich versuchen... Gott sei Dank. Hier sind einige Hereras. Wurde auch jetzt in eine Gruppe eingeladen, sehr schön. Gerne auf den drauf springen, sage ich euch ehrlich. Meint ihr, das schaffen wir?
Oh Gott, er hat's gesehen. Eieiei. Der hat mich fast geschnappt. Oh nice, mein Mate ist auch drauf gejumpt. Sehr schön. So, über uns ist auch ein Kanu. Versucht ihn mal zu baiten. Oh, ich dachte, vielleicht rennt er auf mich zu. Oh, ich habe mich übergeben, glaube ich. Ah, meine Mates holen den jetzt. Hat er verdient. Ich hatte aber sowieso Food Poisoning, deswegen ist es ganz gut. Sie haben mich erfolgreich gerecht. Immer schön nerven. Jetzt kommen die Vögel auch noch. Perfekt. Immer auf den Kanu. Guck mal, der Tenonto versucht auch zu mir zu kommen. Lecker. Too big to swallow, okay. Ist ja gar nicht schlimm. Nehmen wir hier mit hoch. Dann essen wir das. Sehr schön, dann haben wir das schon mal voll. Jetzt bräuchten wir noch Darm. Ha, da haben wir ihn, perfekt. Tja. Dann haben wir das Essen abgesnackt, weil wir ihn so lange genervt haben. Never mind. Jetzt hat er das Essen. Oha.
Das war knapp. Habe ich umgebracht, glaube ich. Aber der hat mir auch noch irgendwie noch Schaden gemacht. Das war ganz schön viel. Ein Hübsi. Den nehmen wir mit. Tut mir leid, du wolltest lieb mit mir sein, aber ich will eine Falle aufbauen. Dafür brauche ich Bait. Und du bist jetzt das Bait. Wir gehen jetzt da vorne zu den Bäumen. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Und da werden wir dich jetzt ablegen. In der Hoffnung, dass jemand vorbeikommt. Und dann springen wir auf den drauf. Das ist der Plan. Oh, der hat sich die Beine gebrochen. Die ganze Zeit keine Ausdauer, das ist halt echt belastend. Der die Beine gebrochen hatte, wurde gerade weggesnackt, oder? Toll, jetzt klaut mir das Croc mein Bait. Na super. Alles umsonst. Kann man machen, nix. Wow, das Croc hatte richtig Bock. Ich greife jetzt den Kanu an, jetzt ist mir hier zu langweilig. Na, was machst du jetzt, Kano? Tu es, spring. Oha. Er springt auf mich. Wird das tun? Oh, er macht es. Oha. Okay, krass. Oh Gott. Zum Glück hat er ihn genommen. Nicht mich. Oha. Sehr, sehr schön. Das nehme ich mal als so kleine Rache. Die haben mich ja auch getötet, die Herreras.
Iguanodon. Irgendwo unter mir, oder? Ja, da. Down. Töten jetzt alles, was wir sehen und worauf wir springen können. Oh, da ist was. Man kann von hier aus leider nicht so gut zielen. Bleib genau da, Dilo. Hat richtig Schaden gemacht, glaube ich. Meine schöne Höhe. Auf den Ast komme, kann ich vielleicht drüber springen. Boah, da komme ich echt hin. Let's go. Schnell auf die Palme. Das war ein guter Sprung. Ja, da ist der Sound wieder ein bisschen verbuggt. Ich werde jetzt safe drauf gehen, ich habe richtig schlechte FPS. Aber ich werde jetzt den Stego hier nerven. Tja, Stego. Kann sogar sein, dass der hier ankommt, aber es ist der einzige Baum in der Nähe, wo ich mich ausruhen kann mit Ausdauer. Guck mal, der Stego groupt sogar wieder mit den Crocs. Eieieiei. Naja, Leute, noch eine Nacht schaffe ich leider zeitlich nicht. Deswegen werde ich hier jetzt das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Geht jetzt hier ab. Der Himmel ist ganz komisch umgeswappt. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, welchen dieser Dinosaurier ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.